Er will in Christel Estermanns Fußstapfen treten und das traditionsreiche Löwenstüberl weiterführen. Benedikt Lankes ist gelernter Koch und ein echter Münchner. Heute wurde im kleinen Kreis bereits die Neueröffnung gefeiert. Ich bin einfach wahnsinnig froh, dass wir es geschafft haben, unser Ziel mit dem 1.10. zu erreichen. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir hier an einem sehr für mich historischen Ort sind, weil dieses Stüberl gibt es schon ewig, in dem wurden Geschichten geschrieben. Und dass ich mal so eine Wirtschaft haben werde und das ich betreiben werde und die Gäste da bedienen werde, hätte ich mir ehrlich gesagt vielleicht erträumt, aber auch nicht das. Und jetzt ist es Wirklichkeit und natürlich sind das brutale Emotionen. Das Kultlokal ist eine wahre Institution für alle 60er-Fans. Ein immer dagewesener Rückzugsort in der langen und wechselhaften Vereinsgeschichte der Löwen. Ich bin schon seit der Meisterschaft Löwe. Und bin ja ab und zu da in dem schönen Löwenstüberl. Da bin ich deswegen so gern, weil alles schön blau-weiß ist und nicht rot-weiß. Und man fühlt sich ja einfach wohl. Gut, ich arbeite bei 60 im Marketing und laufe hier täglich dran vorbei. Demzufolge ist es natürlich auch schön, dass es Stüberl jetzt wieder offen hat. Bei den Löwen gibt es immer was zu erzählen. Ja. Im positiven und im negativen Sinne. Vieles hat der Fantreffpunkt miterlebt. Aufstiege wurden bejubelt und Abstiege mit Tränen begossen. Jetzt haben wir 9 Monate, haben wir einen Zug gehabt. Und heute sind wir dann gleich frühzeitig hereingekommen. Da haben wir unseren Stammtisch, den wir ja schon über 20, 30 Jahre haben, dass wir da wieder Karten spielen können. Ja, das Löwenstüberl ist ein ganz zentraler Ort für 60. Das ist ein Herzstück. Das ist da, wo alle zusammenkommen, wo kontrovers diskutiert wird, wo am Schluss des Tages immer alle wieder zusammen Bier trinken und zusammenhalten, diese Gemeinschaft leben. Das ist 60, das zeichnet 60 aus, das macht 60 aus. Fast ein ganzes Jahr mussten die 60er-Fans ohne ihr geliebtes Stüberl aushalten. Ab morgen öffnet die Kultgaststätte dann aber wieder offiziell für alle Gäste ihre Türen.